before we start, let me convey on behalf of my forces and the Transcontinental Unity and the whole war to Ukraine to help us. Today, we want to do the Southern State and felt condolences to all. We will now pause for a moment of silence in solidarity. Übernachtet, ne? Ja, ich auch nicht. Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich bin heute beim ersten offiziellen Treffen der Verteidigungsminister dabei. Kenne natürlich die NATO aus meiner früheren Tätigkeit als Mitglied der Nordatlantischen Versammlung. Aber heute das erste Mal als Verteidigungsminister für die Bundesrepublik Deutschland dabei. Und wir sind heute gewissermaßen in der Halbzeit zwischen den Gipfeln zwischen Madrid und Vilnius. Und das ist wichtig, weil es heute im Kern um die Frage geht, wie setzen wir die Beschlüsse von Madrid um für eine bessere Abschreckung und für eine bessere kollektive Verteidigung. Darum geht es heute im Schwerpunkt. Es geht um Political Guidance, also darum, wie formulieren wir die Fähigkeitsziele, die politischen Ansprüche, die wir haben an die Streitkräfte, damit an ihrerseits die militärischen nationalen Fähigkeitsziele beschrieben werden können. Das wird die Aufgabe der nächsten Zeit dann sein. Also kurz gesagt, welche Waffen brauchen wir, welche Systeme und wie wollen wir sie einsetzen. Schön ist, das begrüße ich außerordentlich, dass Schweden und Finnland durchgehend bei den Beratungen dabei sein werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Beitritt jetzt bald gelänge. Beide Staaten gehören in die NATO. Es wird weiter heute natürlich wieder einen Gedankenaustausch geben zum 2%-Ziel, gerade mit Blick auf Vilnius. Und ich kann mitteilen, dass wir gestern Abend uns verständigt haben in einem Format 3+3. Das heißt, die drei baltischen Staaten, Großbritannien, Kanada und Deutschland. Wir haben uns verständigt auf ein gemeinsames Papier als Gastgebernation, die drei baltischen Staaten, und als Gastnation wir drei, darüber, wie wir diesen besonders exponierten Teil der Allianz, also die drei baltischen Staaten, besonders effektiv schützen können durch das, was wir dort tun, aber das vor allen Dingen konzertiert tun, also besser synchronisieren, beispielsweise auch bei Übungen und anderem. Das führt zu einer besseren Koordinierung, und bessere Koordinierung hat dann eben auch einen größeren Abschreckungseffekt. Deutschland ist da mit seinem Forward Command Element in Litauen führend. Und gleich im Anschluss dann ebenfalls ein sehr schöner Anlass heute. Wir unterschreiben mit Dänemark und Schweden unterschreiben heute ESSI, also European Sky Shield Initiative. Das ist sehr gut. Dieser Kreis wird damit größer, und mehr Mitglieder bedeuten mehr Sicherheit und weniger Kosten für jedes einzelne Mitgliedsland. Also auch hier ein wichtiger Schritt zu mehr kollektiver Sicherheit innerhalb der NATO. Herr Minister, Medienberichten zufolge wollen sich Dänemark und die Niederlande nicht mehr an der Lieferung von Leopard 2 Panzern in die Ukraine beteiligen. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, was bedeutet das für die Panzerkoalition? Das kann ich noch nicht bestätigen. Niederlande verfügt ja über Panzer gewissermaßen im Bestand der Bundeswehr. Von daher ist das jetzt keine so überraschende Entwicklung. Und Dänemark, warte ich jetzt mal ab, die Meldungen sind mir noch nicht bekannt. Polen ist ja bisher nicht dabei. Haben Sie Hoffnung, dass sich da die Meinung in Warschau vielleicht doch mittel- oder langfristig ändert? Alle Beteiligten sind darüber miteinander im Gespräch, auch mit dem polnischen Kollegen natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass das bald passiert, aber das bleibt abzuwarten, wann und wie.
Will man noch warten, dass sie die Türkei den Beitritt von Schweden und Finnland zutrifft? Wie lange wir warten wollen, ist nicht die Frage. Wir haben mit der Türkei einen NATO-Partner, der in der Frage nun mal ein Recht hat, eine Meinung zu äußern. Die Verhandlungen dazu laufen auf verschiedenen Ebenen. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass das gelingt. Denn die Notwendigkeit wird, glaube ich, von niemandem in Frage gestellt. Wenn man das neue strategische Konzept ernst nimmt und umsetzen möchte, was wird sich dann konkret ändern, auch in Deutschland? Das wäre jetzt der dritte Schritt vor dem ersten. Jetzt geht es erstmal um Political Guidance und im zweiten Schritt dann um die Definition der Fähigkeitsziele. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Wir können trotz Zeitenwende, das gilt weltweit, nicht unsere Armeen von jetzt auf gleich auf einen anderen Auftrag umstellen. Das braucht ein bisschen Zeit und die nehmen wir uns auch, weil es schlicht notwendig ist. Der Generalsekretär sagt, das soll demnächst eine Untergrenze sein und nicht mehr. Ich teile diese Einschätzung. Ich glaube, sich allein dem 2%-Ziel annähern zu wollen, wird nicht reichen. Es muss die Basis sein für alles Weitere. Wir sind innerhalb der Bundesregierung in der Abstimmung dazu und werden die sicherlich bald abschließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Secretary Austin, Deloitte, it's great to see you again so shortly after we met in Washington. And thank you for coming to NATO. It's always a great pleasure to welcome you here. And most of all, thank you for your strong commitment to the transatlantic bond, to the transatlantic relationship, to NATO, and for your leadership, your outstanding leadership in providing support to Ukraine, the leadership of the Ukraine Defense Contact Group, and everything the United States have done to ensure that Ukraine gets the weapons, the supplies they need to win the war and to liberate the territory. So I look forward to the Defense Ministerial meeting, many important issues to discuss, but I always feel so assured when you are here, because then I have a strong supporter of our alliance and NATO and a strong supporter to Ukraine. So welcome. Well, Jens, it was great to see you as well in Washington last week. I thought we had a really good meeting. So, as you know, you're always welcome to the Pentagon, so come back soon and come often. We're always delighted to see you. Thanks for hosting this. I look forward to interacting with our colleagues today and tomorrow and discussing the challenges that we face. This is a very interesting time in terms of the security of Europe. I look forward to some really good discussions here. Thanks for your leadership. You have very expertly led us through some very challenging times, and we're all very grateful for that and confident in your steady leadership. You know, we're a year into this this Ukraine crisis. The Ukrainians have really done remarkably well as a result of some of the things that allies and partners are doing to provide security assistance. But you know, in terms of this alliance, in terms of NATO, you've heard me say a number of times, I've never seen this alliance this united, despite the fact that we've been dealing with a number of challenges throughout the year, but your steady leadership has kept us in the right place, and we're all very, very grateful for that. So, again, look forward to a great meeting, and also look forward to interacting with our colleagues here. So, thank you. Welcome. All the best. Thank you. Thank you. Okay. Yes. Mr. President, thank you so much. Good to see you again. Fine. Thank you. Good to see you again. Thank you so much. Thank you. Önce şey yapsak.
Also...